Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Last of Us Left Behind. Okay, ja. Was denn? Ach so, ein Campingkocher. Ich dachte, das sind Schallplatten. Das ist ja ein wunderschönes Zuhause hier. Der hat geile Fotos. Sieht man nur nicht allzu viel. Was geht hier? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Ja klar. Logo. Vorsicht, das ist kein Bier. Bitte. Oh mein Gott. Hier, voll ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Das Zeug. Na komm. Und legt einfach die offene Flasche wieder da rein. Ja, wenn man zum ersten Mal trinkt, dann ist halt alles hart, ne? Oh. Und was ist mit Prinzess? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als sie tot war. Armes Pferd. Sie hat bestimmt richtig Angst. War das damals also nicht das erste Pferd, was sie verloren hat? Ja, es wiederholt sich stetig oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Das Auto ist ein bisschen falsch eingepackt. Ellie, hilf mir mal. Aber nur ein bisschen. Das ist ja auch dumm und gefährlich. Was habe ich gesagt? Weißt Dumm du und was? gefährlich. Lass uns einen anderen Weg suchen. Ja. Klingt gut. Dass ihr das überhaupt hochheben konntet. Ich meine, das Ding ist doch sicher schwer. Okay, andere. Ja, ich bin ja auch so gut darin, Wege zu finden. Einfach hier durch die Tür. Ah, Tatsache. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Eigentlich auch eine schlechte Idee, aber das ist hier ein Spiel, also wird sie von innen aufgehen. Ich meine, wie viele Türen gehen denn schon von innen auf ohne Schlüssel? Nicht allzu viele. Ja, mach schon auf. Riley? Auf, Alter, ich schlag dich schon. Das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ja, voll krass. Brüll mal. Ellie, echt? Du sollst brüllen! Na geht doch! Mal sehen, was es hier noch gibt. Ah, okay. Das sah gerade einfach so lustig aus. Was haben wir denn hier? Ey, Lampe. Oh Mann. Ja, lauter Kostüme halt. Aber wie kann man nicht wissen, was ein Werwolf ist eigentlich? Ja, das verstehe ich allerdings auch nicht. Ich mag die Dinger auch nicht. Ah, ah, ah.
schlag sie, los! Wow, das war blöd. Ja. Hat aber auch eine schöne Maske gefunden. Gibt's hier noch mehr, womit man interagieren kann? Bei den anderen Räumen habe ich ja jetzt nicht so geschaut, weil ich dachte mir, ja, hier wird eh nicht so viel sein, was man sammeln könnte oder sowas. Vielleicht ein bisschen was zum Interagieren, aber ich wollte jetzt auch nicht verpassen, was sie so erzählt. Oh. Oh, ein Dreifer Phönix. Was? Nein. Wie sehe ich aus? Entzückend. Besten Dank, mein Töpfchen. Nee, mir gefällt die Wolfsmaske besser. Sieht einfach irgendwie krasser aus. Passt besser zu Ellie. Aber echt mal, wie kann man keine Werwölfe kennen? Auch wenn man hier so... wie heißt es gleich wieder? Apokalypse und sowas hat am Start. Trotzdem, da muss man doch Werwölfe kennen. Ich meine... Was machst du da? Ist da eine Waffe drin? Ich brauche eine Waffe. Ah, verdammt. Oh, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Ich meine, die Leute erzählen sich ja trotzdem noch Geschichten und sowas. Also auch Horrorgeschichten, ja. Also ich denke schon, dass man da Werwölfe noch kennt. Komm, wir ziehen jetzt die Wolfmaske durch und fertig. Und Bücher gibt's dann ja auch noch, stimmt. Es gibt ja noch Bücher, wo man lesen kann und so ein Scheiß. Also eigentlich genug Informationsquellen, um herauszufinden, was Werwölfe sind. Aber ich mag auch solche Masken nicht. Das ist mir gerade aufgefallen, weil sie kann da so gut rennen. Ich mag diese Masken nicht, weil man kriegt da gar keine Luft mehr drunter. Das ist ja furchtbar. Also, wie das die Leute den ganzen Tag aushalten. Ah, ich habe eine Idee. Siehst du die Autos da unten? Nein. Ja. Ah. Das Rote ist deins, meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Oh ja. Ja. Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Oh. Was sagst du jetzt? Ja toll, keine Steine mehr. Ah, hier. Ja! Ja, so wird das gemacht. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wahrscheinlich nicht, aber wir schaffen das. Oh. Ah, scheiße! Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist purer Stress und kein Spiel. Jawohl! Ja. Noch ein Stein, noch ein Stein, noch ein Stein. Los, komm, komm, komm. Oh, ja. Sie ist auch gut. Bam! Aha. Oh. Verdammt! Steine, 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 Steine! Alles klar, wir können es schaffen. Ich muss nur genug Steine finden. Ich bin so schlecht. Ja, bist du. Ah, nein, 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 das ist meiner! So. Die letzte! Ja! Hahaha, war das knapp! Champion! Meins hatte härtere Fans. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Okay, vergiss es, halte Merlin, meine Mutter erwähnt. Was? Ach, ja genau, halte Merlin. Nein, 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 nein! Also,
Was sagt Marlene über meine Mutter? Boah. Nicht viel. Soweit ich weiß, waren sie schon vor dem Ausbruch Freunde. Ach, und deine Mutter war Krankenschwester. Krankenschwester? Anscheinend haben sie sich viel gestritten, waren sich aber sehr nah. Ist dir das bekannt vor? Stimmt. Komm, ich zeige dir dieses Ding. Fast geschafft. Mann, das war ja voll blöd. Ich hatte nicht mal genug Zeit, hier alle Fragen durchzulesen, ey. Mann. Das waren bestimmt noch bessere. Also mich hat die Mutti jetzt nicht so interessiert eigentlich, aber mir ist die Zeit davon gelaufen. Ich habe einfach irgendwas genommen. Was machen wir hier? Ich finde es ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen. Stimmt's? Komm mal mit. Naja, ich habe schon so eine Ahnung. Ich muss jetzt einfach mal in den Raum da reingucken. Oh, das ist ja tatsächlich was. Oh, echt jetzt? Komm schon, lass mich nicht im Stich. Ja, was zum Lesen. Super. Das bringt mir ja viel. Wie immer halt, wer das lesen will, Pause drücken, lesen, fertig. Passt? Gut. Wie viel Uhr haben wir es denn? 10 nach 10. Ja, nicht ganz richtig. Eine Stunde daneben. Okay, wo ist sie denn da? Also, es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Ich muss sie nur wieder einschalten. Das funktioniert niemals. Was habe ich gesagt? Heißt das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus. Wahrscheinlich nicht nur Licht. Die Frage ist eher, warum haben sie den Strom abgezapft? Das musst du sehen. Oh, warte. Ich weiß, was du vorhast. Und ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen! Oh Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Wie zum Teufel komme ich darauf? Spider-Man! Ah ja, das ist schon schöne Geschichte mit den beiden. Bis jetzt zumindest. Okay, jetzt müssen wir uns wieder genau umschauen, weil wir haben keine Vorräte. Nach wie vor. Wir sind immer noch genauso am Arsch wie vorher. Wieder was zum Lesen? Nee, das gibt's ja nicht. Okay, oh, ein Stein. Ich dachte, da wäre was Interessantes, Alter. Nö. Was glänzt da? Oh. Immer diese Enttäuschung. Zuerst diese Hoffnung, diese paar Sekunden der Hoffnung und dann gleich die Enttäuschung. Das ist echt schlimm. Ich habe so ein schlimmes Leben. Sag mal, ist es nicht vielleicht sogar dasselbe Einkaufszentrum? Also ich meine halt dasselbe, wo sie mit der Riley drin war. Oh, was war das? Ja! Geil!
Oh yeah, jetzt sind wir wieder unbesiegbar. Oh, zum Glück. Oh Gott! Scheißkatze. Katze, Alter. Was heißt hier Scheißkatze, Alter? Ich geb dir gleich Scheißkatze. Ich geb dir gleich aufs Maul Scheißkatze, Alter. Oh mein Gott! Ist ja kalt. Das stimmt ja, sie kann nicht schwimmen. Ach so, hier geht's weiter oder was? Nein, dann gehe ich erstmal durch die Tür dort. Ein kleines Bad tut dir übrigens auch ganz gut. Komm schon. Okay. Da ist von innen irgendwas. Na gut. Ja, finden wir doch einfach mal heraus, ob du hier verrecken sollst oder nicht. Ich nehme mal an, ja. Vor allem, weil du nicht schwimmen kannst und schon hüfthoch im Wasser bist. Okay, jetzt nicht mehr. Weil die halt immer noch keiner Schwimmen beigebracht hat. Ey, ich krieg wirklich die Krise. Das macht so viele Probleme in diesem Spiel. Bring ihr doch einfach das Schwimmen bei, Alter. Ja, Endstation. So sieht's aus. So viel zum Lesen, Alter. Darum mache ich das nicht. Darum lese ich normalerweise nicht hier im Spiel, weil das nimmt komplett den Spielfluss raus. So lange zu lesen, finde ich. Also halt, ja, das Spiel wird dadurch einfach langsamer, finde ich. Und das tut den meisten einfach nicht gut. Wie ging das gleich wieder? Ich hab auch schon völlig vergessen, wie das funktioniert. Das war jetzt nur Zufall. Hier vielleicht? Das wäre zu einfach. Leer. Vielleicht finde ich welches. Eine gute Idee. Oh, das ist eine Leiter. Habe ich gar nicht gesehen. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Die macht es nicht auf, ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich erst das Ding in meiner Hand loswerden. Ich hatte schon Angst, dass es ein bisschen zu hoch wäre. Ein bisschen zu tief, meinte ich. Oh, Scheiße. Stalker. Das ist auch noch auf dem Gelände hier. Hat der mich erschrocken? Nein, hau ab, Bastard! Basti, hau ab! Nein, geh weg! Nein, 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 Ich muss hier raus, ich muss hier weg. Ich hoffe, die können nicht klettern. Boah. Tschüss. Ach, verdammt, Alter. Was ist denn mit denen los? Die sehen mich ja überall. Okay. Ich würde einfach mal sagen, um dieses Problem kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Wenn es wieder einmal heißt, The Last of Us Left Behind. Bis dahin, ciao.